Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kabin, und wir sind hier noch fröhlich an der Ausbauphase. Ja, die Nacht ist vorbei, ist nichts passiert, also alles schön, und ich war auch, ich habe hier ein bisschen weggekloppt, ne? Also, wir wissen ja, hier war die Küche, hier war die Wand, habe ich über Nacht einstürzen lassen, und der komische ist, hier fliegen Blätter durch der, ja, egal. Zombies oder so? Nö. Der Blöde ist aber, jetzt habe ich es überlegt, wie gesagt, wir wollten das Haus ja, oder beziehungsweise ich wollte das ja anpassen. Das muss ich hier aber auch machen. Das heißt, die Wand muss auch weg. Das heißt, wir haben noch einiges zu tun. Und wir haben noch nicht mal die Spikes oder so, ne? Aber, die Wand müssen wir schon mal hinziehen. Dass wir dann später auch, vernünftig die Spikes ransetzen können. Ist ja bloß bis hierhin, ne? Und kann ich denn später alle wegkloppen von innen? So habe ich immer was... immer was in der Nacht zu tun. Ja, ja. So, dann müsste das noch weg. Und dann können wir schon ein paar Spikes drin setzen. Und dann müssen wir außenrum weitermachen. Wie ihr seht, wir haben ja Tag 4 und wir haben noch nicht mal angefangen, Specs auszulegen. Ich weiß, ich wollte eigentlich hier angehen, aber ohne Absicherung der Base haben wir hier ein kleines Problem. Aber das kriegen wir alles hin. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Mal da, und dann kann ich das doch schon... Na komm. Die Geile ist, wir müssen ja dann später irgendwann mal unten alles wieder teilweise wegkloppen, weil ich will ja wieder Schießschaden haben. Ja, da wird noch einiges auf uns warten. Joni, ist klar. Naja. Man denkt, ist ja bloß eben Block oder so. Aber das macht schon einiges am Platz aus. So. Das Schöne ist, wir kommen natürlich nicht mehr rein. Hä? Wie sind das für ein Schmalen? Ist mir ja, der klopp ich jetzt weg. Aber das sind 1000. Kann ich das nochmal reparieren? Tatsache, das funktioniert so ja noch. Dann warte ich doch, bis ich meinen Beton kriege, und dann ist es gut. So, jetzt haben wir hier 3 hier. Das heißt, wir müssen... Der Ofen, der kommt ja weg. Der muss weg. Also hier hinten kommt noch eine ran. Weil wie gesagt, ich will ja 4 reinmachen. Umso weniger haben wir später in der Horde zu tun, ne? So, was sagt denn die Schippe? Naja. Könnte besser sein. Aber auch schlechter. Alter, unsere Ausdauer, die ist schon wieder Arsch, ne? Hä? Achso, ich hab auf Rezept gedrückt, Idiot. So, da macht er jetzt eine Pfeile. Gut, also Bewaffnung steht hoch. Also jedenfalls jetzt für draußen. Das heißt, wir brauchen echt bloß nur Ballermänner. Bloß. Das hört sich ja ganz einfach an. Einfacher als es ist. Und ich weiß, ich will den Teufel nicht an der Wand malen, aber ich hatte hier schon lange keine Zombies. Trotz wo wir hier lärmen. Und ich hatte über Nacht auch die Forge schon so angehabt, nischt. Naja, vielleicht haben sie keine Zeit. Vielleicht haben sie was Wichtiges zu tun. Ja, ich weiß man ja nicht, ne?
Wir denen ja auch keine Unbequemlichkeiten schaffen. Nee, nee. So, jetzt haben wir hier quasi drei. Eine muss noch. Einer geht noch rein. Dann fehlt bloß noch die rechte Seite. Und dann haben wir das fertig. Also, links herum. Spikes müssen natürlich auch noch rein. Da stellt mir die Frage. Frage doch. Wir können ja auch Villa die Spikes herstellen aus Metall. Und aus Holz. Was machen die einen Schaden? Ist eine gute Frage. Vor allen Dingen, wir könnten das denn später hier ein bisschen ausbauen, wenn wir das richtige Werkzeug haben, ungefähr bis hier hin. Und dann könnten wir hier eine Falle hinsetzen. Ich würde sagen, eher hier. Dann fallen sie rein und dann machen wir die fetten Spikes. Unten machen wir dann, na, wie heißen die denn hier? Diese runden Dinger hier. Na, hier die Dingelzen hier. Hier genau die hier. Und dann machen wir dann später den, die legen wir hier so quer hin. In Reihe und Glied. Und dann machen wir die Spikes oben drin. Das ist nämlich eine schöne alte Falle. Die nehmen Schaden. Wir können sie von unten quasi abballern. Mehr oder weniger. Mir geht eher darum, dass wir an den Loot-Zeug rankommen. Du kannst nämlich dadurch durchziehen. Das wird so eine schöne Falle. Zwar alt, aber die funktioniert. Kacke, Alter, wie habe ich denn das gemacht? Waren das viermal, nee, das waren 8x8 Blöcke, ne? Also 8 Blöcke da lang und 8 Blöcke da lang. Muss ich kicken. Dann kriegen sie einen Laufsteg nach rin. Und den lasse fallen. Müssen wir mal kicken. Hier geht das ja noch. Bei der Alpha 18 und 17, da geht es ja nicht. Also bei der Vanilla-Version. Wie gesagt, weil sie ja die Spikes rausgenommen haben. Naja. So, dann haben wir das fertig. Dann können wir hier rein Spikes auslegen. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir sie herkriegen. Wo wir sie herkriegen. Aber wir können das machen. Also, rein theoretisch. Warum halt noch keine... Das ist ja jetzt blöd. Gut. Dann stellen wir sie nochmal her. Ja, 100, aber das ist noch nicht mal übertrieben. Oh mein Gott, das wird dauern. Ich glaube, wir werden noch mal ein bisschen buddeln. Oh, ich hasse das. Die haben ja wirklich an alt gedacht, aber so, dass man das vorziehen kann. Ich glaube, das ist nicht drinne. Hä? Sag mal, verändert das ständig die Position oder was? Ach nee, ich brauche nur Sternchen drücken. Geschält. Dazu blickt die Tier einfacher.
habe hier ein ganz, ganz böses Gefühl. Aber diesmal sind wir hier gewappnet. Wir haben bessere Pfeile und diesmal joggen sehr bloß noch. Was auch nicht viel langsamer ist, wir haben ja letztes Mal gesehen. Ja, okay. Ein bisschen langsamer ist es schon. Ups. Gut. Ein bisschen haben wir noch. 65, Alter, und da knurrt der Magen schon, oder was? Was ist denn bei 10 oder so? Kippst du denn aus Latschen, oder was? Eigentlich realistisch, also... Mein Magen knurrt auch immer. Entschuldigung. Räusper. Wir müssen eigentlich das machen, weil wir müssen ja auch irgendwie unser Kochrezept und so hochkloppen. Und wir können endlich, dadurch, dass ich in der Nacht durchgearbeitet habe, können wir quasi theoretisch, wenn wir den Punkt bekommen, endlich die Forge machen. Oder wie seht ihr das? Werkbank meinte ich. Die Werkbank. Dazu brauchen wir ein Rezept. Und das Rezept war hier. Werkbänke. Genau. Und dazu brauchen wir den einen Punkt. Diesen einen einzigen Punkt. Und dann unterwegs, weil wir, ich will die Werkbank haben. Dann können wir nämlich auch vernünftig Werkzeug machen. Und dann ist gut, ne? Hat's gereicht? Ja! Es hat gereicht. Ich baue mir jetzt eine Werkbank. Du dai. Ich baue mir jetzt eine Werkbank, du da du da idee. Ja, da ist sie. Jetzt brauchen wir bloß noch Forge Iron haben wir. Wir brauchen jetzt bloß noch die Komponenten. Geh weg. So. Gut. Wie viele Komponenten haben wir denn? Ich weiß zu wenig. Entschuldigung. Das heißt, wir müssen... erstmal den Aufgang hier finden. So. Wir müssen auf jeden Fall noch meine Häuser rein. Denn ich sehe nichts. 5 Stück. Es läuft. Wo sind die jetzt rein gegangen? Da. 18 Stück. Uns fehlen ganz genau 12. Nein, 2. Ich weiß. So, und dann können wir auch rein theoretisch. Vielleicht haben wir ja Schwein und... ich sag dazu nicht mehr. Vielleicht steht die Sau... Moment mal. Ich brauche doch jetzt eigentlich bloß in dieser Hütte rein gehen. Und dann, wenn die Sau von letztem Mal auch da drinne will er ist, dann respawnen die Schweine. Und wir können leben wie die Made im Speck. Ja. So, warte mal. Reparieren. Dann können wir nämlich normale Werkzeug herstellen. Geht mal davon aus. Also nicht dieses Scrap-Zeug, sondern aus geschmiedeten Eisen. Was ich nicht verstehe, weil wir reparieren das ja auch mit geschmiedeten Eisen. Da kann ja was nicht stimmen. Aber wir werden es rausbekommen. Ich weiß nicht ganz genau. Also ich bin mir auch fast sicher, dass ich
das Auto letztes Mal gebaut habe. Nö, hier. Das ist alles noch hier. Die Frage ist, ich Idiot. Ich hab mal letztes Mal, wir waren ja hier rin gehüpft. Aber das ist doch nicht umsonst da, oder? Ich wusste es. Nicht so, Leute. Gut, aber wir sollten uns eine Ecke lassen, wo er will rauskommen, ne? Okay, ich würde mal sagen, das war's. Wir haben sie ausgeräubert. So. Fleisch ist da. Vielleicht kriegen wir auch noch das eine Stück. Der Komponent. Alter, schwebender Baum. Das ist ein Jesusbaum. Das sind Jesusbäume. Die können zwar nicht über Wasser laufen, aber die können schweben. Das ist das Phänomen der Schräge. So. Guck mal, das ist ein ganz anderer. Ne? Achso, hier haben wir ja getestet gehabt, ne? Ich erinnere mich. Hey, was ist das? Dann können wir auch an der Tasche ran. Natascha, ich komme. Nö. Weil hier waren zwei Säue drin gewesen und die sind nicht respawned. Die Sau ja, die Säue. Was für arme Schweine. Gut. Ich mach Uf. Alter, ist das laut. Wartet mal kurz. Ich muss das mal wieder zurückstellen von letztem Mal. Die ist mir einen kleinen Tick zu laut. Aber bloß ein bisschen. So. Jetzt? Oh, Alter, mein Ohr. Ich tu mal so. Naja, ein bisschen besser als das schon. Na, da ist er ja. Was haben wir denn hier? Hoffentlich eine Pistole oder sowas. Nee, zwei Lampen und dennoch grau. Wow, hab ich ein Glück. Prostata. Oh, ich brauch da was für meine. Das Dumme. Die ist nämlich fast weg. So. Na, dann hol ich mir doch mal einen Grillspein, ne? Ich bin ja gespannt. Wie ein Flitzebogen. Uah. Ha. Ula. Du bist verdächtig. Okay. Hätte ja sein können. Hätte Fahrradkette. Alter, und wir können erstmal hier looten in Ruhe. Also fast in Ruhe. Hier sind zwar immer noch Zombies, aber hey. Was sollen sie? Was sollen sie machen? Mich verprügeln? Ha! Das machen sie so oder so. Hui, hui, hui. Die Sau ist sauig. Aber nicht genug für uns. Du kommst in meinen Kühlschrank. Artenschutz. Es war seine letzte Art. Oh, putzig. Guck mal da. Der Dumme ist, gut, irgendwie müssen wir ja da... Ach so, irgendwie komme ich da schon oben ran. Ein Rätsel. Das ist mir aber ein Rätsel.
Schnitzel, ich bin da. So, kann ich von hier aus... Ja, wenn ich sprühen könnte, denn ja. Was ist drinne? Nischt. Naja, besser als Taschenlampen. So. Ha. Moment mal, war da nicht eine Sau letztes Mal? Hier ist manchmal echt ganz komisch, ist das da. Hier passieren Sachen, wir stellen uns den Rest der Zombies. Mama. Mhm. Okay. Alle klar. Echt jetzt? Also noch ein Verhalten, das Rätsel nicht machen können. Ich sage auch. Ich hätte mal deaktivieren sollen. Die Wort mit Exa. So. Wir haben jetzt ein paar Schienen bekommen. Juhu. Und die können wir eigentlich... Ach Mensch, wir sind doch hier nicht bei Path of Exile. Hier kannst du bloß eh eine Schiene ansetzen. Sie kommt. Ich treff nie. Oh, hab ich ein Schwein. Ja, ich weiß, der Witz ist schon ausgeleiert. Ich werde ihn trotzdem tun. So. Hu. Ha. Ulla. Ich gehe erstmal hier hin. Hier war mal überall schon dran. Ne? Überall? Ja, überall. So. Fräulein. Sir. Und ich habe da schon mal was gesehen, was mir gefällt. Alter, so viele Waffenteile. Schon will er an Anfang. Ich mag it. So, warte mal, wir werden erstmal ein paar Sachen clean machen. Und schön, dass wir bis jetzt bestimmte Teile gesucht haben, ne? Ich sehe schon wieder, it läuft. So, das heißt, wir müssen erstmal runter. Ich gehe erstmal runter und gucke, ob wir irgendwie diese Teile zusammenkriegen. Hier müssen ja irgendwo welche sein. Kann ja nicht sein, dass hier überhaupt nichts ist. Obwohl, kann doch. Ach, hier ist ja keine Küche gewesen, Mensch. Auch seid ihr hier. Sag mal, krieg hier die besagten schönen Komponenten. Wo ist denn meine Ratsche? Ich hab die zu Hause gelassen, ne? Ich hält. Yo. Hey. Yo. Yo. Hey. Wie schön. Wie schön, dass wir doch hier waren. Wir werden nochmal schnell zurück. Wir müssen eh jetzt erstmal kleine Folgenpäuschen machen und ich muss erstmal meine Taschenwelle ausleeren und was zum Putzeln. Was zum Futtern machen. Und dann können wir ja nochmal hierher. Und die Rache wird meins sein. Mir. Mir sein. Mir sein mir. Gut. Also Leute, ich hoffe, wir sehen uns quasi nächstes Mal, Bella. Selbe Welle, ihr kennt es ja, ne? Und vergesst nicht, wenn ihr könnt oder so, vielleicht ein Abo oder einen Daumen nach oben oder ein paar Kommentare. Wäre nett. Also, bis zum nächsten Mal, euer Kabin. Bye, bye.